Ja, hallo liebe Bienenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf nordbiene.de. Wir haben Anfang September, der meteorologische Herbstanfang hat begonnen. Das merken natürlich auch die Bienen und trotzdem freue ich mich über den regen Bienenflug und auch über den starken Polleneintrag. Heute Thema Königinbeschaffung und Königinnenzusetzen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen einige Königinnen bekommen, an denen sie mir sehr am Herzen lag. Und diese Königinnen, die habe ich auch wie in den Jahren davor mit meinen beiden favorisierten Methoden des Zusetzens zugesetzt. Da war einmal die Zweitschlupfzelle, die ich auch dieses Jahr wieder in den meisten Fällen angewendet habe. Ein ganz tolles Verfahren, die Königin, das Volk vorher zu entweiseln, einige Tage stehen lassen, dann Nachschaffungszellen brechen und direkt mit dem Brechen der Nachschaffungszellen die in die Zweitschlupfzelle eingelaufene Königin zusetzen. Den Rest machen dann die Bienen und bisher scheint es hier alles zu geklappt zu haben. Eine zweite Methode ist seit wenigen Jahren bei mir das Zusetzen über das gelbe runde Zusetzgitter. Auch dieses kam dieses Jahr wieder zum Einsatz. Ganz einfach deshalb, weil ich eine Königin mehr erhalten habe als eigentlich geplant, sodass ich ein weiteres Volk nicht rechtzeitig vorbereiten konnte. In diesem Zusammenhang habe ich dann die Königin dem Volk entnommen, ebenso eine verdeckelte, auslaufende Brutwabe und dort eben das Zusetzen mit dem gelben, runden Zusetzgitter vollzogen. Die Videos zur Zweitschlupfzelle und zum gelben runden Zusetzgitter, die findet ihr hier oben rechts in der Videoverlinkung. Wer sich dafür interessiert, immer wieder recht sehenswert. So, welche Königin habe ich dieses Jahr bekommen? Freunde dieses Kanals wissen ja, dass ich dieses Jahr überaus stark die Sicula vermehrt habe, also die sizilianische Biene. Natürlich dann aufgrund der begrenzten Völkerzahl von nur 26, dann zum Leidwesen auch unserer europäischen Bienen. Von daher habe ich einige Königinnen bezogen diesen Herbst, diesen Spätsommer, worüber ich mich sehr gefreut habe. Da ist zum Beispiel eine Carnica sclena von unserem Imkerfreund Dirk, hier bekannt auch auf YouTube als Pirate Bee. Ich verlinke hier oben rechts zu seinem Kanal. Dir, Dirk, ganz herzlichen Dank für diese tolle Carnica sclena Königin. Da gucken wir nachher mal rein. Sie sitzt nach wie vor in einem Reservevölkchen. Diese Völkchen, die werde ich dann im Herbst, Ende September wahrscheinlich, mit Hauptvölkern vereinigen und dadurch dann eben die Umweiselung tätigen. Ja, vielen Dank, Dirk. Dein Kanal ist ganz fantastisch, immer wieder sehenswert und ich freue mich über jedes weitere Video von dir. Und natürlich auch jetzt auf deine Bienen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Carnica sclena aus der Nähe von Graz, meine ich, wenn ich richtig informiert bin, hier im hohen Norden macht. Ebenso danken möchte ich hier an dieser Stelle Johannes Peter. Johannes hat mir dieses Jahr zwei Mellifera-Königinnen geschenkt aus Sachsen. Auch Johannes hat hier einen Videokanal. Ich verlinke hier zu Johannes, zu seinem Kanal. Dir, lieber Johannes, auch vielen Dank für diese beiden Königinnen. Wir wissen ja, die dunkle Biene ist in diesem Jahr etwas rar bei mir am Bienenstand. Aufgrund der einiger Umstände, auch aufgrund der Völkerverluste von vor 2 Jahren dann noch. Und die Königinnen aus Norwegen letztes Jahr, die sind leider beide abhanden gekommen, beziehungsweise wurden still umgeweiselt. Ja, Johannes, ich bin auch gespannt auf deine Biene und freue mich, wenn die ersten dunklen Bienen schlüpfen, endlich mal wieder dunkle Bienen in den Händen halten.
So, dann bekam ich noch von Lutz Stresau eine rein besamte dunkle Königin aus Berlin. Ganz herzlichen Dank dir dafür, lieber Lutz, für diese Reinzuchtkönigin der dunklen Biene. Bisher sind wir ja darauf angewiesen, reine dunkle Königinnen aus Schweden und Norwegen und Finnland zu importieren. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es in Deutschland bisher eigentlich kaum eine Möglichkeit des Bezuges der reinen dunklen Biene gibt. Von daher auch dir, lieber Lutz, vielen Dank für diese tolle Königin. Ich bin richtig gespannt auf diese Königin, auf diese rein besamte Königin. Ja, und dann bekam ich noch eine Überraschung von meinem Bienenfreund Michel Scherbaum. Michel hatte mir dieses Jahr eine Backfast versprochen. Sein Versprechen hat er dahingehend eingelöst, dass er mir 2 rein begattete Backfastköniginnen schenkte. Dir, lieber Michel, ganz herzlichen Dank für diese beiden Königinnen. Das war wirklich eine gelungene Überraschung. Mit Backfast habe ich ja relativ wenig Erfahrungen in meinem Imkerleben. Immer mal wieder ab und zu mal eine Backfastkönigin gehabt, auch zu Vaterszeiten, als der noch lebte. Aber das ist dann schon ein bisschen her. Von daher war das eine richtig gelungene Überraschung, Michel. Und ich muss hier anfügen, Michel ist ein ganz engagierter Züchter, eng partnerschaftlich verbunden auch auf Imkereibasis mit Heike Aumeier, eine der bekanntesten Backfastzüchterinnen hier in Deutschland. Und Michel ist erst 14 Jahre alt. Von daher 14 Jahre, das war auch mein Alter, als ich mit Bienen anfing. Und ich finde das richtig toll, was du hier machst, Michel. Also das hat mich wirklich gefreut und wirklich auch überrascht. Hierzu eine kleine Geschichte zu dem Postbrief, den ich von dir erhielt, mit den 2 Königinnen in dem Versandkäfig. Bei der Entnahme des Versandkäfigs habe ich bemerkt, dass eine Biene außerhalb der Käfige in dem Umschlag sich befand. Und diese Biene war trotz Postbeförderung komplett ohne Schaden. Die hat das komplett schadlos überstanden und hat sich hier am Bienenstand dann wahrscheinlich wieder eingeflogen. Ja, lieber Michel, ganz herzlichen Dank auch dir dafür. So, und dann erhielt ich vor wenigen Tagen noch eine Briefsendung aus Schweden von unserem Imkerfreund Ingvar Arvidsson mit 2 Mellifera Reinzuchtköniginnen aus Schweden. Auch dir, lieber Ingvar, ganz herzlichen Dank für diesen beiden Königinnen. Auch diese Königinnen wurden wie alle anderen auch in Reservevölkchen eingeweiselt. Das heißt in Begattungsvölkchen oder auch in kleinere Mini-Plus-Einheiten. Und die sollen dann alle im Herbst, also Ende September, mit Vollvölkern wahrscheinlich vereinigt werden. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch keinen vergessen habe. Nein, alle Imkerfreunde habe ich berücksichtigt. Euch allen ganz herzlichen Dank für die tollen Königinnen, die das Zusetzen mit den Zweitschlupfzellen und auch mit dem Absperrgitter-Zusetzgitter, das fand erst vor wenigen Tagen statt, sodass ich die Völkchen noch nicht groß stören möchte. Aber ein Völkchen, ein Begattungsvölkchen, möchte ich doch mal ganz kurz kontrollieren, ob die Königin dort richtig schön in Brut ist. Ich nehme mal an, ja, denn alle Völker, die tragen schon richtig viel Pollen ein. Das wird wahrscheinlich auch relativ viel Maispollen sein. Ja, Imker, und in das eine Völkchen, ach so, einen habe ich doch noch vergessen, wo ich gerade die Völkchen sehe. Wir haben hier ein Niestetaler Begattungskästchen auch stehen hier. Da ist eine Königin drin, eine Karnika-Königin, die hier am Karnika-Stand in Kiel begattet wurde. Und diese Karnika-Königin, die erhielt ich von unserem Bienenfreund hier in Kiel, Robiroth, bekannt aus vielen Foren und auch aus einigen Facebook-Imkergruppen. Auch dir, lieber Robiroth, vielen Dank für diese Königin. Auch über diese Überraschung habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und ich bin richtig gespannt auf deine weitere Karnika-Königin. Die eine vom letzten Jahr, die eine Karnika-Königin, die hat sich ja richtig toll gemacht, hat auch viel Honig gebracht, ist mega sanft und auch ziemlich stark gewesen. Von daher freue ich mich auch über diese weitere Karnika-Königin. So, Imkerfreunde, jetzt aber genug gelabert. Jetzt schauen wir mal in 1-2 Begattungsvölkchen rein. Viel Spaß dabei. So, dann wollen wir mal ganz vorsichtig gucken. Das meiste sind ja noch Sikula-Bienen. Aber ich will jetzt nicht nach der Königin schauen, aber den Brutzustand feststellen. Und auch mal sehen, ob wir hier nachfüttern müssen. Das kann gut sein. Ganz vorsichtig. Ja, Futter hat das Volk noch genug, mehr als genug. Ups, bisschen unruhig.
Da ist noch keine Brut, nur Nektar. Ja, das kann durchaus sein. Da ist die Zweitschlupfzelle ausgefressen. Genau. Das Volk bekommt aber noch ein bisschen Futter. Von daher nehmen wir hier die Wabe raus. Da ist auch die Königin gesehen worden eben. Ja, Königin ist verschwunden, habe ich eben gesehen. Hier noch zu sehen irgendwo? Nein. Das macht auch nichts. Königin habe ich eben gesehen. Aber wie wir sehen, Volk in Brut. Das ist die gute Kanika, allerdings noch nicht geschlüpft. Das sind noch Sikulabien. Ja, mehr stören wollen wir da gar nicht. Sehr schön. Ja, das ist bei den kleinen Kästchen immer relativ schnell zu, dass die Königin sich sofort verziehen. Auch von den Waben laufen. Sehr schön. Mehr sehen will ich da gar nicht. Wir wollen die Königin ja nicht in Gefahr bringen. Das Zusetzen ist ja erst 2 Wochen her. Ja, das war die Kanika-Königin. Alles gut gelaufen. Die kriegen nachher noch einen Klumpen Futterteig. Okay. Und auf Räuberei müssen wir natürlich auch immer achten, ne? Ja. So. Okay. Sehr schön. Ach so, da können wir gleich die Karte mit einbringen. Das war die Kanika von Pirate Bees. Hier sehen wir auch noch mal die Zweitschlupfzelle aus Plastik. Die wurde jetzt ein bisschen verbaut, schwer zu erkennen, aber es ist eigentlich ein Reaktionsgefäß. Gefällt mir besser als die typische Zweitschlupfzelle, weil dieses hier durchsichtig ist. Schön. Sehr schön. So, ich bringe mal kurz die Futterwabe weg. Wir wollen ja keine Räuberei produzieren. Okay. Ja, liebe Bienenfreunde, so sieht es zurzeit bei meinen Bienen hier aus. Die Auffütterung geht bei einigen Völkern noch weiter, sie geht aber zu Ende. Die allermeisten Völker sind bereits aufgefüttert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Habt ihr Königinnen bestellt und gekauft dieses Jahr? Wenn ja, von wem? Wenn ja, wie seid ihr zufrieden? Und wie habt ihr diese Königinnen zugesetzt? Das würde mich mal sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat euch dieses Video gefallen, dann klickt bitte einmal auf Daumen hoch oder noch besser auf Abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es ein weiteres neues Video von mir gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf nordbiene.de. Danke, tschüss.